Moin Moin! Hier ist der Senior Didi. Und ich will heute mal wieder ein bisschen Musik machen. Ich habe jetzt eine Sendung, die ich gemacht habe, gelöscht, weil ich da zwei Fehler eingebaut habe. Und Fehler will ich ja nicht übertragen, dass das andere sich aneignen. Aber im Grunde waren das einfache Fehler. Ich habe das in zwei Diagramme Dämpfungen falsch eingesetzt. Dann habe ich nicht hier, sondern hier. Aber das habe ich jetzt gelöscht. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Es geht um die Akkordtypen und die Erweiterungen. Das heißt, nicht Dur oder Moll, sondern Dur 6, 7, 9, 11, 13, Sus und so weiter. Das sind die Akkorderweiterungen. Und wir fangen an mit diesem G-Typ. Wir haben gelernt, den Kopfgriff, das war hier der fünfte Typ, was wir am Anfang gelernt haben. Ne? Fünfte Typ G-Dur. Dann haben wir gelernt, der G-Typ können wir dann auch mit diesem Typ hier spielen. Mit sechs Tönen. Ja. Oder hier. Ja. Oder hier. Ja, und wir machen jetzt nicht diesen Akkord oder diesen Akkord, sondern wir machen jetzt den Zeigefinger hier drauf. Auf E-Seite, G, H-Seite, zweite Finger, G-Seite und D-Seite. Das heißt im Grunde erste Bund, zweite Bund, dritte Bund. Oder dritte Lage, sagt man auch. Und wir spielen jetzt den ersten Ton. Die zweite Seite muss gedämpft sein. Dritte, 1, 2, 3, 4 Saiten klingen und die beiden werden gedämpft. Es geht Dur. Und ich kann euch empfehlen, macht das jetzt erstmal nicht mit Plektron, sondern macht das erstmal mit den Fingern. Die G-Seite mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger, die dritte Seite, Mittelfinger und Ringfinger. Und dann letztlich ist er gedämpft. Und dann macht ihr das so. Die drei zusammen und den Bass. Hat dann den ganzen Akkord, ne? Kann man hintereinander spielen. Oder man zusammen. Und das kann ich euch empfehlen, macht das erstmal so zusammen. Dass vier Töne klingen und die beiden müssen gedämpft sein. Ne? Und jetzt kommt es zu den Erweiterungen. Das heißt im Grunde G-Dur, G-Major, G7, G6 und G13. Ja, und wenn ihr den Typ gelernt habt, dann könnt ihr genau denselben Typ. Das sind jetzt sechs Akkorde gewesen, ne? Gehen wir mal nach A. Das ist das selbe Spiel wieder. Machen wir mit A. A-Dur. Vier Töne, das ist gedämpft. Dann kann man mit 12 Halbtöne machen. Wieder von G bis nach G. Dann hat man 12 Akkorde. Mal 5 sind 60 Akkorde. Mit einem Typ. Ja, das heißt also im Grunde. Jetzt haben wir hier A. Dur. Kann man hier C spielen und so weiter. Aber wir machen das jetzt den G-Typ, üben wir jetzt erstmal. Das heißt, G-Dur. Jesus, G-Major. G7. Lernt das so. 6er, G6, G-Dur 6. Doch ein Moll, ne? Und G13. Die Zusammenhänge erkläre ich euch gleich mal. Warum 6 und 7, hast du nicht gesehen? Kann auch wieder rückwärts spielen. Dann lernt er die Akkorde, ne? Und die kann man 12,5 Töne hochspielen. Dann hat man wieder die ganze, im Grunde alles, was man spielen will. Ne? So, wir machen den jetzt nochmal. G. Dur.
Blues, Major, 7er, 6er und 13. Rückwärts wieder. Im Grunde, wenn man ein Lieder spielt, spielt man nicht hintereinander. Es geht erstmal zu lernen, dass, wie die Akkorde aussehen und wie man die spielt. Die kann man auch dann transponieren, sagen wir mal in A. Ja. Dann weiß man schon mal, aha, diese 5 kann man jetzt spielen. Und ich erkläre euch jetzt mal, wofür die eigentlich so sind. Es entstehen da bestimmte Spannungen, wenn man sich das anhört. Ne? Das ist das G-Dur. Der Akkord verändert sich ein bisschen. Hört man, ne? 7er, 6er und 13. Das heißt also, im Grunde entsteht da so eine bestimmte, ist so eine Charakteristik, die sich verändert und eine Spannung entsteht. Und die muss man dann einfach nur wieder auflösen. Ne? Dann geht man wieder dann dahin, wo man herkommt. Ne? Dann geht Dur. Man spielt ja aber nicht unbedingt hintereinander. Man sagt, viele sagen, das sind Jazz-Akkorde und so. Das sind keine Jazz-Akkorde, das sind reine klassische Akkorde. Und ich zeige euch mal ein Beispiel mit den ersten Typen, die ich euch mal gezeigt habe. E-Dur, Typ 1. Jetzt zeige ich euch E-Dur, E6, E7. Und danach könnt ihr schon mal einen Blues spielen. E-Dur, E6, E7, 6, E-Dur. Ne, dafür sind eigentlich so Erweiterungen da. A, A6, 7. Kann man zum Beispiel 6 und 7 benutzen dafür. Als Übergang zum und der 7er Akkord, das ist eigentlich so der erste Typ, den man dann auch spielt. Wenn man dann Moll und Dur gespielt hat, lernt man dann die Septime, die 7. Ja, das ist dann, wenn wir hier G-Dur spielen, haben wir hier G7. Oder eben mit diesen Viertöner, die wir gerade gelernt haben. Ist das der 7er? Ja, aber G7 ist G7. So, und das ist eine Septime. Das heißt also im Grunde, zu der Tonleiter, da machen wir ja immer Terz, dann haben wir den Dur-Akkord und dann machen wir noch einen vierten Ton dabei, dann machen wir eine Septime raus. Eine 7. Ja, da kann man eine 6 raus machen, 5 und so weiter. Jetzt gehe ich mal an die Diagramme, die ich erstellt habe, und zeige euch das mal am Bild. So, da sind die sogenannten diatonischen Intervalle. Und ich erkläre euch auch gleich mal, wie die Septime funktioniert. Was eine Septime ist, das ist ein C. Eine 7 ist mal Septime. Ja, da kann man hier sehen, hier ist Septime. Der 7. Ton aus der Tonleiter. 1, C, D, E, F, G, A, H. Das ist die Septime. Und wenn man jetzt G spielt, dann geht man die Tonleiter in G hoch und der 7. Ton von G ist dann eine Septime. Oder in A. Ist egal, wo man mit anfängt, welchen Grundakkord man hat oder Grundton. Der 7. Ton ist eine Septime. Ja, das sind ja hier die Intervalle, die wir schon gelernt haben. Ja. Und wir spielen jetzt die 6., die 7., die 9. und die Tredizim, also die 13. Ja? Man kann auch noch mehr Akkorde spielen, aber das ist erstmal so der Grund. Im Grunde sagt man, macht man erstmal Dur-Akkorde und dann macht man eine Septime als Übergang dann zum Anfangston. Ne? So, jetzt zeige ich euch noch einmal die Akkorde, die ich gerade gespielt habe. Ja? So. Also das habe ich hier schon mal gemacht. Ein Fehler, da habe ich 2 Fehler reingebaut. Da habe ich hier
das Kreuz dahin gepackt, ne, und die war ein bisschen versetzt und ich will ja keine Fehler übertragen. Das habe ich jetzt immer noch mal korrigiert. Also das Kreuz war da, ne, und so. Das war ja im Eifer des Gefechts. Jetzt habe ich das korrigiert und ist alles wieder normal, wie es sein soll. Und ihr müsst diese fünf Akkorde, die fünf Akkordtypen spielt man hier nun auf vier Seiten, also vierstimmig. Und was ich euch gerade gezeigt habe, den G-Dur-Typ, das ist der hier. Das sind immer die Lagen, sagt man. Erste Lage, zweite, dritte, vierte oder Bund, sagt man auch. Erste Bund, zweite Bund, dritte Bund. Ja? Wir setzen im dritten Bund, das ist der G-Dur, G-Ton. Ne? Erste, zweite, dritte. Die zweite, die A-Seite, die dämpft man. Erste Finger, zweite Finger, dritte, vierte. Und den dämpft man auch. Das heißt also, diese drei, vier Töne werden gespielt. Dann hat man den G-Dur. Und wenn man dann so sieht, das nächste Bild, dann geht man mit dem einfach nur einen halben Tonschritt zurück. Und dann wieder einen Halbton, Halbton und Halbton. Der Rest bleibt bestehen. Und das sind die... der erste Typ, G-Dur. Da zeige ich euch jetzt fünf Typen von. Aber nicht jetzt auf einmal, sondern wir machen jetzt nur erstmal diesen Typ hier. Ja? So, der zweite. Hier ist G-Dur. In der dritten Lage, also hier. Oder im dritten Bund. Typ in der dritten Lage, G-Major 7 nennt sich der. Das ist G-Dur, das ist G-Major 7. Ja? Der nächste Typ, also alles, was mit G zu tun hat, da gehen wir ein tiefer wieder, ne, von da nach ein tiefer, dann haben wir hier G-Dur 7, eine Septime. Dann gehen wir hier noch einen Ton zurück an G-Dur 6, oder auch 13 genannt, ist eine Sechste, sagt man dazu, ja? Und dann machen wir den fünften Akkord zum ersten Typ. In G, dann wird das auch von hier nach hier wieder runtergelegt und dann hat man hier Typ 1 in der dritten Lage, G, Dur, 13 Minus. Und jetzt fragt man sich, wie funktioniert das? Was ist das? Wie schreibt man sowas? Ne? So, ich zeige euch mal das. Das sind jetzt die sogenannten diatonischen Intervalle. Und wenn man sieht, ich mache den mal höher, diatonische Intervalle. Wenn wir jetzt eine Oktave spielen würden, dann haben wir den Grundton und die Oktave. Das heißt also der erste Ton und der achte Ton. Das heißt C und eine Oktave höher. Acht. Ja? Und wenn man jetzt eine 7 spielt, dann hat man nicht den achten Ton, das ist jetzt eine Oktave, von hier in Noten jetzt. Ne? Wenn man jetzt eine 7 spielt, dann hat man eine Septime, also eine 7, das heißt nicht eine ganze Oktave, sondern einen Halbton zurück. Eine 7 oder eine Sechste. Ja? Und ein Dur-Akkord funktioniert folgendermaßen. C, eine Terz, E, wieder eine Terz, G, dann hat man schon mal C, E, G, ein Dur. Und wenn man den siebten Ton noch dazu, also vierten Ton, dann hat man eine Septime. Ja? Ein Septim-Akkord. Ja, und den nimmt man meistens immer so, wenn man anfängt, irgendwelche Akkorde zu spielen oder irgendwelche Kadenzen. Dann geht man in den Grundton, dann hat man die Quarte als vierten Ton, fünfte, Septime und geht dann wieder zurück. Da hat man vier Akkorde hintereinander, die sich rund anhören. Septime ist meistens mal so ein Übergang bis zum Grundakkord wieder dann. Das ist jetzt ein bisschen umständlich zu erklären. Auf jeden Fall in Notenschrift sieht man das dann so. Da ist eine Oktave, ne? Acht Töne, eine Quinte sind fünf Töne, Grundton bis fünf, ne? Eine Quarte sind vier, große Terz, kleine Terz, übermäßige Quarte, verminderte Quinte. Ne? Muss man nicht wissen jetzt erstmal. Und hier kann man dann sehen, was ich gerade gesagt habe. C, E, G und H, ne? Die vier Stück als Septime. Ist das hier.
C-Major zum Beispiel. Ja, da haben wir nicht C-Dur 7, sondern C-Major 7. Das wird gespielt. Da sieht man den Strich hier unten, die erste Note. Dann nimmt man die zweite Note, die zieht man hier drüber, da hat man eine, hier steht. Dann nimmt man wieder eine Terz, diese Note. Hat man schon drei, dann hat man schon einen Dur-Akkord. Und dann kommt man die Septime dazu. Den zieht man auch noch zurück. Und dann sieht das hinterher so aus. Man kann das so schreiben. 1, 2, 3, 4. Hintereinander oder eben als Akkord übereinander. Ne? Und so werden die vier Töne dann gespielt. Ja, das ist aber jetzt nur eine Erklärung. Im Grunde, das ist dann Musikwissenschaft schon mehr oder weniger. Das sind für Leute, die dann wirklich so sich dann ins Eingemachte begeben wollen. Ja? Und wir lernen jetzt diese fünf Akkordtypen erstmal. Schreibt euch die auf oder malt euch die auf. Habe ich euch ja mal erzählt. Das sind die Saiten. E, A, D, G, H, E, ne? Leerseiten. Das sind die Töne dazu von H, C, C ist D, von E, F, F ist G. Ne? Das sind die ganzen Töne hier, die hier stehen. Und die Zahlen, das sind immer die Finger hier. Erste Finger, zweite Finger, dritte, vierte. Wie der Fingersatz ist, ne? Muss man sich merken. Und das sind immer die Dämpfungen hier. Ein Kreuz hat immer, die Seite schwingt nicht mit, muss man abdämpfen, ne? So, lernt euch diese vier, also ist jetzt die fünf Akkordtypen, spielt man hier nur in vier Seiten, also vierstimmig. Und das ist der Typ 1. G-Dur, G-Major 7, G-Dur 7, G-6, G-Dur 6, ne? Und G-Dur 13. So. Und wenn ihr das gelernt habt, dann gehen wir hinterher, die muss ich dann noch bearbeiten jetzt hier. Dann gehen wir nach dem Typ 2, F-Dur, dritte Lage. Ja, dann muss ich noch ausarbeiten da. Da habe ich auch schon die Diagramme erstellt, auch beschriftet. Und dann machen wir noch den dritten. F-Dur, dritte, Typ 3, ne, das ist jetzt Typ 2. Und dann kommt der Typ 3, den mache ich euch auch dann. Und dann kommen dann noch zwei Typen, das wird dann immer schwieriger. Ja, dann haben wir fünf Akkordtypen. Mit dieser Reihenfolge hier, ja, Dur, 7, 7, 3, 6 und links. Ja, da haben wir fünf Typen in dieser Reihenfolge. Das machen wir dann, müssen wir dann lernen. Jetzt lernen wir aber nur erstmal G-Dur-Typ. Typ 1, G-Dur, dritte Lage. Malt euch das auf oder weiß ich nicht, wie ihr das macht. Fingersatz, 1, 2, 3, 4 und die beiden dämpfen. Erster Akkord. G-Major 7, da geht man nur mit diesen hier um einen Schritt zurück. Hat man ein G-Major 7. Dann geht man diesen Ton, geht man wieder einen zurück. Hat man G-Dur 7. Und G-Dur 6 und G-Dur 13, geht man wieder einen zurück. Also im Grunde geht man von hier aus immer nur schrittweise zurück. Die Akkorde muss man lernen. Die ist nicht so ganz einfach, aber das kann man schon lernen. Muss man sich regelmäßig antrainieren. Dann kriegt man auch so ein bestimmtes Gehör dafür. Ne? So, das wollte ich euch mal so zeigen, wie es funktioniert. Zeige ich euch das jetzt nochmal auf Gitarre. Und der nächste Typ, den ich dann mache, ist dann Typ 2. Ne? Typ 1, G-Dur, dritte Lage. Typ 2, das male ich dann hinterher aus. Und da haben wir dann fünf Typen von. Und wenn wir die durch haben, dann machen wir dasselbe in Moll. Dann zeige ich euch noch die ganzen Typen in Moll. Und wenn ihr das alles drauf habt, die Akkorde, dann habt ihr alle Akkorde, da sind tausende von Akkorde hinter, die sich dann aus ein paar Akkorde nur ergeben, ja? Weil man die immer wieder um einen Halbtonschritt weiter spielen kann. Ja? So. Ich würde sagen, dann lassen wir das mal so. Warum schaut ihr da nicht? So, also habt ihr gelernt. Ich mache jetzt auch gleich Schluss damit. Gleich geht der Film aus. G-Dur. G-Major. G-7. G-6. Und G-13.